Jetzt wird's wild. Chibis kämpft jetzt. Auch einer der besten Fighter überhaupt bei Top Dog bis jetzt. Chibis, schaut ihn euch an. Kommt jetzt hier einen, macht ein bisschen auf Conor McGregor mit einem Pelzmantel, aber eher auf Bademantel angelehnt. 1,77 Meter Körpergröße, 69,75 Kilogramm Körpergewicht, 27 Jahre alt. Boxen ist ein Kampfsport-Hintergrund. Bei Top Dog FC steht der 3:1. Jetzt kommt Anubis, der Mann, der auch immer sehr viel Show macht. Den haben wir bereits einmal kämpfen gesehen. Ich glaube bei Hardcore Fighting Championship. Er ist 1,72 Meter groß, 68 Kilogramm knapp schwer, 26 Jahre alt. Jeet Kune Do ist sein Kampfsport-Hintergrund, 1,65 Meter seine Reichweite. Und bei Top Dog macht er jetzt sein Debüt. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Fighter. Ich weiß wirklich nicht, wer diesen Kampf gewinnt. Chibis ist schon eine verdammte Maschine. Den haben wir schon ein paar Mal kämpfen gesehen. Wir wissen, was er drauf hat. Anubis habe ich bis jetzt nur einmal kämpfen gesehen. Ist ein sehr, sehr starker Fighter, aber ich weiß nicht, ob es ausreicht, um gegen Chibis zu gewinnen. Platziert eure Wetten in den Chat, Freunde. Wer macht den Kampf? Macht Chibis den Kampf oder macht Anubis den Kampf? In der roten Hose Anubis, in der schwarzen Hose Chibis. Digga, Anubis sieht aus, als würde er aus einem Harry Potter Film kommen, ja, direkt von Slytherin, mit den schwarz-blonden Haaren. Ist eine Mischung aus Snape und dem anderen Keck, der blonde Kopf, wie hieß der, der so arrogant war. Wie hieß der Typ, der Blondjob? Melko, Drelfoy. Ja, das war jetzt doch ein richtig lustiger Brüllerwitz. Wir sollten jede Stunde so beginnen. Draco Malfoy. Malfoy Drelfoy, Digga. Malfoy Drelfoy. Ja. Ballonkopf-Moment war wieder da. Anubis kämpft hier aber gut. Ja, zieht das Tempo ein bisschen an. Chibis, der etwas größere Fighter, sichert sich die Ringmitte. Kämpft ein bisschen wie jemand, der irgendwie bei den Peaky Blinders auftauchen würde. Schöne Gerade direkt auf die Nase von Anubis. Anubis lässt einen Kampfschrei raus. Kommt jetzt hier Vorwärtsgang. Die Nase ist durch, glaube ich, oder? Kann es sein? Das hat ordentlich gekracht und das ist jetzt extrem rot im Gesicht. Ja, Malfoy Drelfoy hat jetzt hier Hardcore-Rechte gerade direkt auf die Nase kassiert. Schöner Konter, aber hier linker Haken direkt. Chibis bewegt sich aber gut im Oberkörper. Triggert mich ein bisschen, wie niedrig seine Hose ist. Stop! На середину. Welche Frau gibt ihm da jetzt hier gerade die Kommandos? Im Hintergrund hört man nur eine Frau die ganze Zeit Kommandos geben. Schön Auslage gewechselt und dann kurz die Lead Hook gezeigt. Also Anubis ist noch lange nicht raus aus diesem Kampf. Chibis ist eine sehr, sehr interessante Kampfhaltung, die er da gerade hat, ne? Also wirklich sehr, sehr interessant, wie er da steht. Da war diese rechte Gerade, oh mein Gott, die ist direkt ins Ziel gegangen. Würde mich wirklich wundern, wenn da nichts kaputt gegangen ist bei ihm. Die Ecke schaut sich das jetzt hier auch gerade ganz genau an. Denkst du, Wushu Master kommt irgendwann zu Top Dog zurück? Keine Ahnung. Kämpft Bagdad nicht? Doch, Bagdad hat den nächsten Kampf. Bagdad kämpft im nächsten Kampf gegen Max WDW. Gegen Max Fyodorov, glaube ich, heißt der. Schöner Jab jetzt hier nochmal von Chibis. Anubis ist der wildere Fighter, der kommt rein, schwingt durch, ne, aber Chibis ist etwas kontrollierter in der Außenlinie, ein bisschen mit seiner Reichweite am Arbeiten. Hat einen verdammt seltsamen Kampfstil. Ja, wie gesagt, sieht aus wie einer aus Peaky Blinders oder so, der sich in der Kneipe gerade schlägert. Sieht eher weniger aus wie ein traditioneller Boxer oder so. Aber scheint irgendwie zu funktionieren für ihn. Was ist los? Er muss zum Arzt. Der Arzt muss sich irgendwas anschauen. Sein Auge, glaube ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Übrigens, Freunde, ich habe mitbekommen,
Ein Event von Top Dog kostet knapp zwischen 150 und 200.000 Euro. Will ich nur mal hier kurz sagen. Also so Untergrund ist das Ganze jetzt nicht mehr, ne? 150.000 kostet alleine die Produktion von der siebten Staffel. 150.000 Euro. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und die machen aktuell fast keinen Profit, haben die zu mir auch gesagt. Also alles, was die aktuell machen, wird wieder investiert in die nächsten Events, um die Produktionsqualität zu steigern. Der Kampf geht... Geht der Kampf noch weiter? Das Auge sieht sehr, sehr angeschlagen aus. Nee, es ist vorbei. Ja, während wir geredet haben, wurde der Kampf beendet. Chibis hat den Sieg bekommen. Bei Anubis ist anscheinend der Cut am Auge einfach viel zu stark. Extrem schade. Ввиду досадного рассечения во втором раунде и действия проклятия. Ey, was geht denn ab? Ich sehe das ja jetzt gerade erst. Anubis hat ja einen kurzen Arm. Ja, das ist natürlich auch ein Riesennachteil, ne? Wenn die eigene Schlaghand einfach nochmal kurz 9 bis 10 cm kürzer ist. Überlegt euch mal, wie viel Reichweite ihm da einfach fehlt, um seine Treffer an den Mann zu bringen. Das ist ja so ein großes Handicap. Aber der Cut ist... Oh mein Gott, was ist das für ein Cut? Sein Kopf ist einfach... Der ist offen. Schau mal, wie dick der ist. Das ist ein wirklich verdammt, verdammt tiefer Cut. Da muss man definitiv den Kampf auch abbrechen. Ja, noch ein blöder Treffer und es könnte sich sein, dass sich seine ganze Augenbraue von dem Kopf löst. Jeder Gegner, der mit Chibis bis jetzt im Ring war, war danach irgendwie zerstümmelt. Schon wieder. Ich weiß nicht, was er in seinen Händen hat oder wie er immer trifft, aber er zerstört die Gegner immer.